Mittlerweile ist die Weihnacht leider weit entfernt von feste Liebe. Es befriedigt heutzutage nur materielle Triebe. Kauf rauschtrunkene Menschen in Einkaufstempeln schienen mir wie im Konsumwahn gefangene Geschenkmaschinen. Von wegen Nächstenliebe, wir sind so übersättigt, als ob wir nicht schon genügend fette Luxusgüter hätten. Nein, wir grübeln, denken müssen, echt schon angestrengter überm Zettel sitzen und uns fragen, ob wir nicht noch Wünsche hätten. Plus schreiten an all jenen vorbei, die noch weniger haben, als es zum Leben grad reicht. Geben einen Scheiß zu überlege, viele wären schon reich mit dem, was uns noch viel weniger als das Wenigste scheint. Wir rufen Re-X-Mess ins Leben, denn wenn wir nur ein bisschen geben, können wir viel bewegen. Und das ist Re-X-Mess. Zurück zum Fest der Liebe, zurück zum Fest der Liebe, zurück zur nächsten Liebe. Re-X-Mess. Zurück zum Fest der Liebe, zurück zum Fest der Liebe. Re-X-Mess und wieder weg von diesem Konsumwahn. Wieder zurück zum Fest der Liebe. Re-X-Mess. Denn wenn wir nur ein bisschen geben, können wir viel bewegen. Re-X-Mess. Zurück zum Fest der Liebe, zurück zum Fest der Liebe. Gerade in der Weihnachtszeit haben viele keinen Baum, kein Festmahl, kein Dach, keine Heiterkeit. Doch wir wollen einen Beitrag dazu leisten. Nein, wir wissen, dass es nicht mehr ist als Tropfen auf einem heißen Stein. Stimmt, aller Anfang ist schwer, doch so beginnen wir. Auf das ein kleiner Meilenstein aus diesen ersten Schritten wird. Vielleicht wird wieder jemand inspiriert, seinen guten Willen in die Tat umzusetzen. Und so gab man nur letztlich den Anstoß zu einem Trend, in dem Menschen Menschen helfen in der Not mit einem Geschenk. Macht es einer, ist es wenig, doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist nur der erste Stein, ist von einem Domino-Effekt. Frohe Weihnacht!